So, ein Spieler im Trend. Weiter geht's mit Let's Play Brickforce. Ich bin kein Lokfahrer geworden, sondern das, was hier rechts so schön herumdampft, ist meine neue Waffe, die Bazooka, die zu Weihnachten hinzukam. Ich habe jetzt, tut mir leid, falls manchen Leuten das, die schon zum Hals raushängt, habe jetzt die doch schon sehr viel gespielte Map Dusty gewählt. Einfach, weil ich gerade vorhin das erste Mal mit der Waffe gespielt habe auf Sniper Hill. Ich dachte mir, okay, was zum Henker? Wo war denn der jetzt gerade? Und ich habe mich selbst gekillt mit der Waffe. Einfach, weil man für diese Waffe sehr viel Auslaufplatz braucht auf Sniper Hill. Das ging gar nicht. Das sind ja diese kleinen Ausschaulöcher eben für, genau für Sniper. Und da habe ich, wo ging denn der Schuss hin? Ah, ich muss stehen bleiben, glaube ich. Und da habe ich, oh mein Gott. Hallo, lasst mich doch mal meinen Gedanken zu Ende führen. Da habe ich immer, da sind die Schüsse immer abgeprallt. Wenn ich jetzt hier so schießen würde, hier so, obwohl das Zielfernrohr, das Kreuz eigentlich, das Fadenkreuz hier ist, würde das an der Wand abprallen und mich selbst killen. Und genauso war es bei Sniper Hill auch. Das sind eben diese kleinen Ausschaulöcher. Da triffst du gar nichts. Da triffst du wirklich gar nichts. Deshalb habe ich jetzt mal eine normale Map genommen, Dusty. Und will die jetzt hier wirklich ein bisschen ausprobieren und schauen, wie die so ist. Man hat schon gerade gesehen, wenn einer vor einem steht und ich drücke da auf den Abschussknopf, dann stirbt man da ganz gerne auch selbst. Die Waffe ist langsam wie eine Schnecke. So sieht es aus im Schneckenhaus. Die ist wirklich langsamer, kann ich mir eine Waffe gar nicht vorstellen. Ist auch eine schwere Waffe. Also gehört zur Kategorie der schweren Waffen. Sie ist auch sehr schwer zu spielen, muss ich sagen. Und deshalb wechsle ich da immer auf die Pistole rüber. Ja, und jetzt probiere ich da einfach mal. Hier so einen kleinen geschmeidigen Schuss. Der hat jetzt getroffen. Hier muss ich aufpassen. Bin ich mir noch nicht so sicher, wo dann was abprallt und mich selbst killt. Oh mein Gott. Selbst wenn ich nur daneben schieße, ist es irgendwie wie eine Granate und fügt dem Radius auch ein bisschen Schaden zu. Jetzt kann ich hier... Wow. Irgendwie gehen die Raketen auch so ein bisschen steil runter. Das heißt, ich muss ganz wenig mein Fadenkreuz weiter nach oben lenken. 15, 16 Schuss, irgend sowas sind von Haus aus im Magazin. Wenn man die schweren Teile zum Nachladen hat... Oh mein Gott, das hat mich wieder selbst getroffen, weil der so nahe war. Wenn man die schweren Teile zum Nachladen hat, dann bekommt man immer einen Schuss dazu. Ich habe mir jetzt die für die Pistole genommen. Kann ich übrigens gleich auch wieder nachladen. Weil ich mit der auch immer herumlaufe. Und wenn mir jemand direkt vor der Nase begegnet, da werde ich den Teufel tun und mit der Bazooka schießen. Wie man vorhin gesehen hat. Deshalb, ja, ist auf jeden Fall eine gewöhnungsbedürftige Waffe. Aber wer normalerweise nicht... Boah, wieso? Bazooka. Oh. Ja, da ging er down. Wer normalerweise kaum irgendwas mit normalen Waffen trifft, weil einfach sein erster Shooter ist, irgendwie so wie bei mir ganz am Anfang und man einfach noch nicht so den Dreh draußen hat. Wieso ist die nicht nachgeladen? Dann kann man auf jeden Fall mit der Bazooka den ein oder anderen Kill erreichen. Wird dann zwar selbst auch gekillt, aber wenn jetzt jemand vor mir mit der Bazooka steht, vor dem erfahrensten Spieler, ja... Der geht einfach down, wenn man drückt. Das kann man nicht verhindern. Man kann ihm zwar selbst noch versuchen, so viel wie möglich abzuziehen. So. Aber, ja. Und ich brauche hier eben auch die Piranha nebenbei. Jetzt laufe ich mal irgendwo anders hin. Oh, das war jetzt zu weit oben. Ich glaube, man muss da wirklich stehen bleiben. Mit dem Hammer? Was machst du? Wieso gehst du auf dem Hammer? Mit dem Hammer? Mich. Los! Da! Mein Gott. Ah, ich war da jetzt irgendwie gefangen. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich brauche viel freie Fläche. Und auch jetzt nicht so Kisten. Nee. Was geht denn da ab? Was ist da los? Und schon wieder selbst getroffen worden. Der hat das Snowboard. Wow, ein Snowboard-fahrender Weihnachtsmann. Hier, das wäre zum Beispiel ideal, wenn ich da jemanden sehe und ich... Da ist schon wieder jemand. Wie können sich die da verstecken? Das gibt's ja nicht. So, gleich nachladen. Hier auch nachladen. Das dauert so lange, da schläft mir mein Gesicht ein. Oh, jetzt prallt das Teil da wieder ab. Jetzt brauche ich die Pistole. Was haben die Leute alle mit ihren Hämmern? Wieso ballerst du nicht ganz normal auf mich? Was soll denn das? Das finde ich ja ganz schön frech von dir. Oh, hier ist ein Tunnel, ist auch schlecht. Ich weiß noch nie, würde der jetzt abprallen an der Wand? Ich will es nicht riskieren. Da muss man wirklich mal ein bisschen üben. Aber das ist auch eine gute Stelle. Wenn da jetzt jemand steht, komm. Schade. War niemand, das war schon eine Leiche. Aber hier könnte ich... Recht schön. Oh, da rechts. Ich höre Schüsse rechts. An alle Einheiten. Schilling hört Schüsse von rechts. Oh, da ist er. Dr. David. Und nicht mal richtig getroffen und er ist gestorben. Einfach weil der Radius, wie gesagt, wie eine Granate praktisch ist. Da kann man schon ohne wirklich viel
Zielwasser getrunken zu haben. Auch mal den ein oder anderen Killboy 149. Sieht mir ziemlich AFK aus. Da kann man wirklich ohne viel Aim zu besitzen auch schon mal den ein oder anderen Kill abstauben. Nein! Das prallt sogar an eigenen Spielern ab. Weil der jetzt seinen Ballon da vor meine Knarre gehalten hat. Ich wollte da doch nur schön geschmeidig in den Tunnel rein. Ich glaube, von den 3 Toten waren 2 Selbstkills. Unabsichtliche Selbstkills. Selfkills, das ist auch immer so ein Thema, was bei Clan-Matches immer auch so eine Sache ist, wenn man sich selbst killt oder bei der E-Sports League, dass man wieder volle Rüstung hat. Das ist eher uncool, aber... Oh, wieso prallt das an dem ab? Ich hasse das. Da wären jetzt beide tot gewesen. So sieht's aus im Schneckenhaus. Na eben, das sind noch 2. Dreifach Kill, Multikill. Ja, jetzt kommt ein Fahrt mit der Bazooka. Eben, ideale Stelle hier. Komm, noch gleich 2. Ich schnapp mir euch. Wenn sie schlau wären, würden sie jetzt Granaten hierher werfen. Wow, 4 Leute. Drück, drück, drück. Drück, 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 drück. Oh, weg, 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 weg. Bam! Wow, wo ging das hin? Man muss wirklich stehen bleiben, glaube ich. Wow, sonst verzieht die Waffe irgendwie. Oh, da geht er down. Da geht er... Oh, der geht nicht down. Der ging jetzt down durch eine Granate von einem Mitspieler von mir. Das nenne ich mal Teamwork. So, das sind die Rauchschneeballkugeln. Da kommt er und... Nein, das prallt an der Ecke ab. Wie frech ist das denn? Wieso prallt das an der Ecke ab? Das habe ich ihm nicht befohlen. Ich habe nicht gesagt, du sollst an dieser Ecke da abprallen. Boah, diese Rauchkugeln sind aber auch irgendwie nicht von schlechten Eltern. Boah, da ist noch einer. Da ist noch einer, ein ganz ein kleiner. Stirb doch. Jetzt prallt das wieder am eigenen Spiel ab und der wirft eine Granate. Also, dass diese Bazookas an eigenen Spielern abprallen können... Ist mir nicht so ganz geheuer. Also das finde ich wirklich ziemlich uncool. Weil, wie soll ich denn da... Der Radius von denen ist ja so riesig. So, jetzt schmeiße ich da auch mal ein paar Granaten. Ah, ziemlich gewöhnungsbedürftiges Spielen. Aber ich denke mal, auch mit der kann man ordentlich wegrocken. Da drüben stehen noch immer ein paar. So, hoppala. Da ist er weg. Und komm, da ist noch einer. Da ist er auch weg. Jawohl. Hoppala, jetzt kommen die Granaten. Kommt da noch jemand? Schieß einfach mal so rein. Verdächtigerweise. Ich wusste, du campst. Wer campt hier schon wieder? Okay, das 4 Tode. 2 davon waren jetzt... Es war praktisch Selbstmord. Aber die kann man sicher vermeiden, wenn man noch... Upp, nein! Was war denn das jetzt? So ganz habe ich die Waffe noch nicht raus. Aber... Oh, wie gesagt, eine gute... Secondary Pistole braucht man schon. Eben für solche Überraschungsmomente wie diese. Da kann ich auch mal so gemütlich reinschießen. Wenn da jetzt links neben mir jemand gestanden wäre, hätte was abbekommen. Yes! Genau das meine ich. Was hätte der denn jetzt machen können, wenn der der allerbeste Spieler gewesen wäre? Was hätte er machen sollen? Ich drücke und er ist tot. Er hätte nichts machen können. Also die Bazooka ist schon ein Hammer. Also sie ist nicht ein, der Hammer. Der Hammer ist der Hammer, aber das ist sie, die Bazooka. Oh, es ist eine bombastische, brillante, beeindruckende Bazooka. Man muss dazu, nein, muss man dazu wirklich noch mehr sagen? Diese Waffe kann nicht mit Upgrades verbessert werden. 100 Schaden, 95 Präzision, 100 Rückstoß, ja, und 45% Mobilität. Das ist so wenig. Die Piranha hat 65, da läuft man 20% schneller. Hammermäßig. Hammermammermäßig. Und eben 16 Schuss. Aber ich glaube, bisher bin ich immer vorher gestorben, kurz davor, bevor ich nachladen musste. Ich weiß jetzt nicht, was soll ich jetzt noch für eine Map reinhauen? Sniper Hill, das war gerade mal überhaupt nichts. Ich dachte mir, okay, bevor ich jetzt ein Let's Play mache, eine Runde spiele ich mich ein. Oder sowas wie Pac-Man, das wird gar nicht gehen. Das sind so eng verschlungene Räume. Da schieße ich einmal mit der Bazooka und kill mich selbst. Das geht einfach nicht. Terminal vielleicht, das ist auch so eine beliebte Map, aber vielleicht auch schon ein bisschen abgelutscht. Aber nur solche Maps eignen sich für eine Bazooka, würde ich sagen. Ja, ich habe da noch so viele alte eigentlich. Ich glaube, ich mache mal wieder so eine Retro... was soll das? Schilling Clan Einladung, sicher. Ich glaube, ich mache mal wieder so eine Retro-Runde. Ah, der ist wieder zurück, der war vorher AFK. Und werde die Maps vom ganz Anfang wieder mal rausholen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich schon mal gespannt, wie es auf Terminal mit dieser Waffe aussieht.
Ja, die raucht auch, das ist auch eher uncool, weil, warum, das habe ich schon oft erwähnt, wenn ich jetzt um die Ecke gehe, dann ist dieser Rauch hinter mir noch wie ein kleiner Schweif, als ob jemand einen Furz gelassen hätte, den riecht man da auch noch um die Ecke und dann sieht jemand, ha, der ist um die Ecke gelaufen, da muss jemand sein, weil da ein Rauch ist. Ja, das ist uncool. Das heißt, das verrät mir meine Position praktisch selbst. Also ich meine jetzt, wenn ich, boah, die Waffe ist ja so langsam, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe, ist hinter mir noch Rauch, ah, na. Wenn jemand kurz danach kommt und mich eigentlich nicht gesehen hätte, sieht er aber trotzdem, hey, da ist Rauch, da muss ein Spieler sein. Das kann ja nur der Schilling sein. Wieso bra... Ach, das ist wieder an dem anderen abgeprallt. Das ist wirklich ungünstig. Das prallt auch hier ab. Manometer. Okay, wo gehe ich da jetzt hin? Ah, der Cube Breaker. Oder Cube Break, der wirft hier die ganze Zeit diese Schneebälle. Oh, genau ins Gesicht. Naja, hat ja auch immerhin eine Präzision von 100%, aber man sollte stehen bleiben. So. Hallo? Hallo, geht nicht weg. Hier ist die Party. Oh, und schon wieder, tut mir leid. Oh, jetzt verziehe ich mich lieber. Oh, da oben? Da oben? Dein Ernst? Nein, wieso hat ihm das jetzt gar keinen Schaden gemacht? Von so einem Raketenwerfer erwartet man doch, dass er da irgendwie gleich die komplette... Glasfassade wegsprengt. Okay, dann bekommst du eine Granate von mir. Und schmeckt sie dir? Oh, er ist schon wieder weg. Wo ist er hin? Hier ist er. Tschüss. Nicht getroffen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Wo ist er? Wo ist er? Wo er hieß er? Ah, da oben, ich sehe ihn. Nein, das ist ein anderer. Bam. Komm jetzt. Leute, killt den doch. Killt ihn. Do it. Just do it. Jetzt ist er tot. So, da drüben. Bam. Und da geht er down. Aber nicht durch mich. Schade. Die Raketen kommen noch so spät an. Der jetzt aber durch mich. Oh, nein. Was war denn das? Ein HP. Das war Glück. Oh, da hatte ich gerade einen Schutzengel an meiner Seite. Boah, die Waffe ist so langsam. Da schläft mein Gesicht ein, wenn ich mit der laufe. Ich habe meine Finger die ganze Zeit auf der 1, dass ich direkt dann wechseln kann. 5 Schuss nur noch, beziehungsweise 6. Da muss man wirklich überlegen, welches Nachladeteil man mitnimmt. Boah, jetzt hatte ich Glück. Wieso habe ich jetzt keinen Schaden genommen zum Beispiel? Das war eher... Das wollte ich jetzt gar nicht. Ah, das wollte ich auch gar nicht. Ich müsste wirklich ein paar Tests machen und schauen, wie viele Bricks in etwa, dass man sich da so eine Faustregel setzen kann in etwa. Wie viele Bricks weit man nicht getroffen. Boah. Lass mich in Ruhe. Geh weg mit deinen komischen Granaten. Behalte die doch für andere Leute auf, aber ärgere mich nicht damit. Dann hast du eben hier auch noch ein paar von mir. Gibt es auch noch Überraschungen? Hier. Versteckte Überraschungen noch vom... Warte, oh, das war gerade meine eigene... Nein, ich habe keinen Schuss mehr. Wieso habe ich nicht nachgeladen? Mann. Für die Waffe wäre es aber vielleicht auch nicht schlecht. Automatisches Nachladen. Naja, eigentlich eher nicht so. Weil das ja auch einen Platz verbraucht, aber... Da, ich glaube, das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich zum Nachladen vergessen habe und dadurch einen Tod kassiert habe. Einen von... Oh, das war mein erster Tod. Aber Kills macht man hier auch. Das geht ziemlich schleppend voran mit der Bazooka. Aber sie ist einfach extrem stark. Was? Die rauscht einfach nur an ihm vorbei? Komm her! Komm her! Wo bist du? Lebt er noch? Ist er gestorben? Oh, der ist gestorben. Aber du wirst jetzt auch gleich sterben. Oh. Okay, dann doch mit der. Die ist schon wieder nicht nachgeladen. Mensch, jetzt lad doch mal nach hier. Und du stirb auch mal. Du hast außerdem die Maske an, die ich auch anhabe. Jetzt dürfte ich dich eigentlich nicht killen. Weil wir ja Family sind und so, aber... Ich tue es trotzdem. Wow. Wow. Hallo, mein lieber Freund und Zwetschgenröster. Wie viele Scheiben das gerade gekillt hat. Aber den Spieler hat es nicht weggekillt. So, dann knall ich dich eben so ab. Lebt er noch? Ist er tot? Er ist tot. Er ist tot. Männer, er ist gestorben, er lebt nicht mehr. Wem gehören die Granaten? Ich hoffe uns. Ich hoffe... Da ist er, da ist er. Nein, es prallt auf seinem Kopf ab. Natürlich prallt es auf seinem Kopf ab. Schilling, weißt du doch. Aber wieso steht er dann noch hier? Dr. David, hat der gerade 4 mit den Granaten gekillt? Alter Schwede. Sollte ich auch mal wieder rausholen. Upp. Komm. Da muss doch irgendwo jemand sein. Ah, da oben. Ich glaube, ich... werde nach dieser Runde die Bazooka erstmal ein bisschen in der Garage stehen. Ich kann ja hier jetzt gar nicht schießen mit der Bazooka, wenn da Leute stehen. Wie soll denn das funktionieren? Schon wieder 3 Kills mit der Granate, dieser Dr. David.
von hier kommt jetzt auch jemand. Was macht der Sir 99? So, jetzt aber komm. Jetzt komm her. Auf den Boden. Bam. Kein Schaden gemacht. Okay, also ich glaube, den Rang von Schillings Lieblingswaffe wird die Bazooka hier nicht erreichen. Aber wenn man eben noch neu und unerfahren ist, kann man, denke ich, mit der Waffe auch den einen... War das gerade um die Ecke? Oh, der war schön. Der war schön, muss ich sagen. Wenn man noch neu, jung und unerfahren ist, wieso killst du dich selbst mit der Granate? Kann man mit der Bazooka auf jeden Fall ein paar leichte Kills absahnen. Und... Wo kam die an? Gar nirgendwo. Und... Yes! Jawohl. Oh, wer wirft da schon wieder eine Granate? Au, weh, die hat wehgetan. So, ich verziehe mich mal woanders hin. Aber wohin ist die Frage? Auf irgendein offenes Feld wieder. Hier, so. Schauen wir mal wieder ins Flugzeug aus dem Map-Terminal, die auch aus irgendeinem Shooter ist. Wop. Hat nicht viel getroffen. Komm, noch einmal. Jump. Warum hat er jetzt keinen Schaden genommen? Da lobe ich mir manchmal doch die Piranha. Nein, da kommen die Granaten schon wieder und ich laufe so langsam. Weg, weg, weg. Ah, hier rauf gehe ich jetzt mal. Da scheint auch eine gute Position zu sein. Bam. Jawohl. Das war der erste Streich. Dann kommt der zweite Streich zugleich. Jawohl, das war dieser hier. Komm, einer muss noch kommen. Los, 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 Leute. Ich bin jetzt nicht umsonst draufgeklettert mit meiner schweren Waffe. Oh, da drüben. Da drüben geht's ab. Da drüben geht die Post ab. Oh, jetzt geht wieder hier die Post ab. Und jetzt bist du tot. Haha. Ah, runter, runter, runter. Da kommen Granaten. Hilfe. So, helft ihm doch, dem lieben Schilling. Oh. Schon wieder mit der Granate. Dr. David, pack deine Granaten ein, sonst werde ich wütend. Okay. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Scheiben die Bazooka wegholt. 3 nur? Ich hätte mir jetzt mehr erwartet. Komm, das kannst du besser. Das kannst du besser. Nein, da prallt das an den Blumen ab, Mann. Also die Map muss schon... Oh, schönes Muster gemacht. Die Map muss schon irgendwie passen auch. Für diese Waffe. Spider oder generell Sturmgewehre aller Art sind da doch etwas anpassungsfähiger. Na gut, dann mache ich auch mal einen Doppelkill mit den Granaten, wenn mich schon jeder mit den Granaten killt. Aber die Waffe ist nicht anpassungsfähig. Uiuiui. Ui, ui. Da ist man schnell tot. Aber generell, eigentlich, wie gesagt, ist mal was anderes. Eine andere Waffe ist doch ganz anders als ein Raketen- oder Granatenwerfer. Da oben. Da oben ist er doch tatsächlich. Da kommt der 2-1 Risiko aus dem Rauch hinaus wie Darkwing Duck. Wieso hat er jetzt nicht geschossen? Komm, durch. Wo ist denn der schon wieder abgeprallt? An dem Spieler. An dem Spieler. Doch jetzt stirbt der. Du stirbst, sagte ich. Wo bist du? Bam. Oh, kam mir jemand zuvor. Das, was ich aber richtig witzig finde, ist, was da alles abprallt. Da kommt ein halber Weihnachtsbeutel vom Weihnachtsmann zum Vorschein. Wenn ich hier meinen Teil irgendwo hinschmettere. Wieso bist der nicht tot? Ich verliere 80 Leben und er stirbt nicht. Jetzt killt er sich selbst mit der Granate. Boah. Also ich glaube, mit der Bazooka, das wird auch mein Puls mit der Zeit nicht aushalten. Da muss ich mich manchmal schon ein bisschen aufregen. Vor allem, wenn ich so oft gegen Leute schieße und dadurch selbst sterbe. Da waren jetzt wieder locker 2 Kills deshalb dabei, die eigentlich, 2 Tode, eher 2 Kills gegen mich, die eigentlich Kills hätten sein sollen gegen andere Leute. Aber, wie gesagt, ich sag nicht, dass die Waffe schlecht ist. Ich sag nur, dass sie für mich zum Beispiel schlecht ist, weil ich überhaupt nicht so ein Spieler bin für so eine Waffe. Aber wenn jetzt jemand, sage ich mal, ganz am Anfang ist, noch die Black Widow hat und sich überlegt, oh, ich bin eigentlich schlecht im Spiel, möchte aber ein paar Kills für die Punkte und so, welche Waffe hole ich mir? Mit der Bazooka kann man Kills machen und zwar sehr leicht, ohne dass sich jemand wehren kann, wenn man direkt vor jemandem steht. Also für mich eher nicht so die krasse Waffe, aber für den einen oder anderen vielleicht schon. Ich werde sicher noch spaßeshalber mal die Waffe rausholen. Vielleicht finde ich dann irgendwelche Möglichkeiten, wo man noch mehr abrocken kann mit der. Aber für jetzt erstmal glaube ich, ich habe auch hier die Schneeballgranaten für einen Tag gekauft. Glaube ich, nehme ich jetzt mal wieder die Spider oder die Typhoon oder irgendwas anderes. Vielleicht kaufe ich mir auch eine neue. Was haben wir denn hier noch? Shop, Shop, Shop. Ach, da schaue ich später mal rein und hole mir irgendeine andere normale Waffe. Oder vielleicht, Moment.
Vielleicht Waffen. Heiße Ware. Neue Items. Vielleicht sogar diese. Porky Hawk. Porky Hawk. Pork. Ja klar, Pork heißt Schwein. Permanent. Vielleicht. Schauen wir mal. 38% Schaden. 94% Präzision. Rückstoß. Feuerrate nur 81. Oh, das ist nicht so viel. Aber dafür ein großes Magazin. Ist eher wieder so eine Halloween-Waffe. So ähnlich. Schauen wir einfach mal. Muss man sich selbst anschauen. Ich bin dafür da, mir die Waffen anzuschauen. Habe jetzt wieder mal zwei Waffen getestet und bald kommt sicher die nächste.